Mama. Ja, okay, ich habe irgendwie keinen Plan für dieses Video und also ja, ich fühle mich so irgendwie etwas schicker, etwas schöner, deswegen trage ich jetzt so die Kappe und die Brille, denn ich habe mir wieder meine Haare geschnitten, nochmal und ja, irgendwie bin ich jetzt doch ein bisschen unzufrieden, also ich lasse mir jetzt wieder länger wachsen und ja. Ja, ich wollte jetzt irgendwie ein Video machen und eigentlich dachte ich hätte ganz viele Themen, aber irgendwie habe ich das doch nicht. Aber nicht gleich aufhören zu schauen. Erstmals möchte ich mich natürlich bei Namat1, ich glaube so heißt er, bedanken. Leider bin ich mir bei dem Namen nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke schon. Oder Namat1. Denn, tja, ich wurde wieder etwas, wie sagt man da, es wurde wieder etwas Werbung für mich gemacht. Was ich natürlich ganz toll finde und ich weiß gar nicht, wie ich zu dieser Ehre komme. Also, vielen Dank und hallo an die zahlreichen neuen Zuschauer, finde ich wirklich toll von euch, dass ihr jetzt einfach da so vorbeischaut und ja, mal schauen, was da so kommt. Also ihr könnt erwarten, dass ich viele persönliche Vlogs mache, so hier jetzt, aber ich versuche die auch immer ein bisschen lustig zu machen. Njung! Genau, und apropos Star Wars, also ich mache auch eben dieses mit der dunklen Seite und da komme ich auch gleich zu meiner Frage heute. Ich habe jetzt schon 3 von dieser die dunkle Seite Videos gemacht und nun ja, ist es an der Zeit, damit aufzuhören, weil ich schon zu viel davon gemacht habe eigentlich und ja, es irgendwie langsam langweilig wird, oder sollte ich weiter damit machen und weitere Star Wars Videos machen in der Hinsicht? Also ich hätte schon Ideen für 2 weitere Videos, 2 weitere die dunkle Seite Videos und ja, die wären mal, also da würde ich schon versuchen, die mal ein bisschen aufzupeppen und ja, ein bisschen was Neues wieder reinzubringen. Nicht, dass ich jedes Mal nur sage, ja, komm zu mir auf die dunkle Seite und sonst nichts. Sondern ja, ein bisschen was anderes halt. Ja, aber ansonsten, also ich lasse es mal euch entscheiden ein bisschen, ob ihr da noch mehr sehen wollt oder nicht. Oder ob man aufhören sollte, wenn es am schönsten ist. Ja, also nochmal, vielen Dank für die ganzen neuen zahlreichen Zuschauer. Bald 1000 Abonnenten! 1000! Wie geht man mit diesem Stress um? Mein Gott! Also, ja, das ist schon so ein Bam! Ja, also, da ist natürlich dann immer so dieser Druck, dass ich mir dann überlege, okay, jetzt würde ich vielleicht ein Video machen, wo ich nur so. Aber das ist dann so. So langweilig und dann gehen gleich wieder alle. Deswegen mache ich dann vielleicht eher seltene Videos, dafür besser. Ja, aber das will ich eigentlich nicht. Ich will viel Blödsinn machen, viel Blödsinn reden und so, ja. Keine Ahnung, wie ich das mache, aber ich werde versuchen, mein Niveau mir zu halten oder vielleicht sogar zu steigern und ja, mal schauen, wie ich das dann mache. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß hier. Und könnt das hier etwas genießen und ja, könnt für ein paar Minuten euer schweres Leben da draußen vergessen, wenn ihr meine Videos anschaut. Denn genau das ist mein Ziel, ja. Ja. Das war das. Okay. Ja, deswegen, ja, verabschiede ich mich wieder. Ja, also ich werde versuchen, weiterhin an Videos zu arbeiten und